Weißt du, es ist wirklich schwer zu glauben, dass jemand Veganer dein bester Freund ist. Darüber haben wir gerade gesprochen, bevor du reingekommen bist. Oh, wirklich? Verdammt, ich habe eine gute Geschichte verpasst. Also, wie habt ihr beiden euch kennengelernt? Muss ich die Story wirklich wiederholen? Ja? Komm schon, du hast doch gerade eh nichts vor, oder? Okay. Damals, als dieser Kaffee noch eine Bar war. Und dann ja diese Kneipe und dann die Schlägerei und dann der Bodyguard und dann das Krankenhaus. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass Gala beim Militär war. Okay, er ist so stark gebaut, dass er an Vorderst davon stehen könnte. Aber dennoch, wie kam es dazu, dass er, naja, in seinen körperlich anspruchsvollen Job Medizin wechselte? Naja, darüber spricht er nicht gerne mit den Leuten. Aber du weißt es doch, oder? Du denkst, dass ich dir die Story erzählen würde? Natürlich. Wie will ich darüber sprechen? Braucht er nicht, aber du. Ernsthaft, Freya. Komm schon. Ohne Details zu verraten. Aber in einem Krieg eingezogen zu werden, verändert etwas mit dir. Oh. Möchtest du jetzt darum gerne nicht darüber sprechen möchte? Noch nicht ganz, aber ich kann mir vorstellen, dass es damals sehr schwer war. Seine Stärke war das Einzige, was ihm Selbstbewusstsein gab. Also hatte er nur Muskelarbeit gemacht, die ihm nicht half, über seinen Traum hinwegzukommen. Natürlich nicht. Aber das war das, was er gut konnte, dachte er zumindest. Und du hast ihn wegen seiner Stärke angehört? Hey, ich wusste damals nichts von ihm. Und er war ein guter Bodyguard. Wir waren noch nicht so gut befreundet. Also war das nichts Persönliches. Ich brauchte nur seine Kraft. Aber je mehr wir uns kennenlernten, desto interessierter war ich an ihm. Interessierter? Er ist eine coole Person. Fertig. Und nach ein paar Monaten bemerkte ich sein Problem. Ich schlug ihm vor, mit jemandem zu reden, sich Hilfe zu suchen. Wollte er nicht. Das überrascht mich nicht. Aber ich drängte ihn dazu. Wie? Eine längere Geschichte. Aber er hat sich endlich professionelle Hilfe gesucht. Und ich sagte er mir nichts, was während der Therapie passierte. Aber er fand einen neuen Sinn in seinem Leben, hörte auf, für mich zu arbeiten, fand kurz danach seinen Job im Krankenhaus und arbeitet seit... Ach, er schon wieder. Gute Nacht. Oh, wow. Guten Abend. Schön, euch wiederzusehen. Wir sind froh, euch zu sehen, Hoster. Ach übrigens, ihr habt mir beim letzten Mal euren Namen nicht verraten. Wie ist euer Name? Name? Wir haben einen Namen. Auf der Erde nennen wir uns Snape. Nö? Ja. Nö. Ist das euer richtiger Name? Natürlich nicht. Aber auf den Wegen, auf denen wir kommunizieren, brauchen wir so eine triviale Sache wie einen Personennamen nicht, um miteinander zu interagieren. Auf der Erde lernten wir, dass der Name nie sehr viele Assoziationen mit dem Bestreben der Erdlinge hat, das Sonnensystem zu erschließen. Ah, das verstehe ich. Ich glaube, wir haben uns bei meinem letzten Besuch nicht kennengelernt. Ich habe euch vor ein paar Tagen das Café verlassen sehen. Naja, mein Name ist Frey. Ich gehöre hier quasi zum Inventar. Und der Herr? Heid. Seid ihr oft hier? Für jemanden, der gar nicht im Zettel wohnt? Schon. Oh, seid ihr nicht von hier? Wir ebenfalls. Woher kommt ihr? Von weit, weit her.
Meint ihr mit weit, weit her, ein paar tausend Kilometer oder mehr? Mehr. Weitaus mehr. Als ein als euer sonderbares System der Längenmassenheit abbilden kann. Das hört sich weiter an. Was macht ihr den Zirkel? Und tragt ihr immer diese Sachen? Oh, das hier? Wir haben uns für diese Art Erscheinungsbett entschieden. Nachdem wir ein Bild mit unserer Ankunft entdeckt haben. Bild? Ah, das Cover von dem Amway General Album. Deshalb kamt ihr mir bekannt vor. Und was macht ihr hier? Was wir hier machen? Dieser Ort ist perfekt, um unsere Kommunikationsfähigkeit näher zu dienen, zu verbessern. Aber vorher würden wir gerne etwas bestellen. Was wollt ihr heute trinken? Ach, das übliche. So bestellt man doch, oder? Ja, also egal was. Ja, wir werden keinen Unterschied schmecken können. Könnt vielleicht nichts schmecken. Nein, ihr könnt nichts schmecken. Ja. Und wenn ich euch etwas zaubern könnte, dass ihr doch schmeckt. Interessante Prämisse. Aber das bezweifeln wir. Challenge accepted. Bitte überrascht uns. Okay, wie war das? Extrem bitter wollte ich, glaube ich, machen. Hier schon aufgeschrieben. Nichts im Ton, nicht. Das war Schlafzimmer. Ist extrem süß. Becher, was auch immer, ist fertig. Danke. Was zum... Interessant. Was macht ihr da? Trinken. So trinken sie. Oh, wow. Ihr seid wirklich eine interessante Person. Danke. Das war ein Kompliment, oder? Normalerweise schon. Aber bei Freya weiß man das nie. Das war die höchste Art von Kompliment. Was seid ihr hier? Wir? Wir sind reisend. Wir machen unseren Job in der Galaxie, die ihr Milchstraße nennt. Was für ein Job? Wir wurden damit beauftragt, unser Erbgut weiterzugeben. Wir sind ernsthaft hier, um ein Date zu finden? Von einer weit, weit entfernten Galaxis? Wow. Verzweifelte Männer gibt es also nicht nur auf der Erde. Du fühlst dich also angesprochen? Nicht wirklich. Aber du triffst da ins Schwarze. Das verstehe ich nicht. Aber es freut uns, dass wir euch zum Lachen bringen können. Die Freude ist ganz meinerseits. Wenn ich fragen darf, warum müsst ihr euch mit uns paaren? Entschuldigt, das sind klassifizierte Informationen. Nochmal, und wie läuft es bisher mit eurer Mission? Dass das gut geht, können wir nicht bestehen. Überrascht mich nicht. Ihr seid sehr schrullig und eigenartig. Damit können viele Frauen nicht umgehen. Könntest du damit umgehen? Ich? Ich weiß nicht, was denkst du denn? Du bist eine sehr abenteuerliche Frau.
würde mich nicht wundern, wenn du Leute daten oder sogar mit ihnen schlafen würdest, nur um meine gute Story zu bekommen. Du fühlst dich davon nicht beleidigt? Nicht im geringsten. Trotzdem hast du Unrecht. Ich würde auf ein Date gehen, aber nicht einfach so herumschlafen. Wirklich? Das hätte ich ehrlich nicht erwartet. Ja, das höre ich oft. Mehrere Leute scheinen den Eindruck zu haben, dass ich viel herumschlafe. Entschuldigt, Miss. Wie wir das also verstanden haben, hieße das, dass ihr bereit wärt, euch mit uns zu vermehren, wenn wir im Gegenzug dafür einige Geschichten preisgeben. Wow. Kein Wunder, dass eure Mission bis jetzt gescheitert ist. Ich hätte nichts dagegen, mit euch zu einem Getränk oder Dinner auszugehen, im Gegenzug für eure Storys. Aber ich schlafe nur mit Leuten, die mir wichtig sind. Unsere Mission ist wichtig. Das meinte ich damit nicht. Ihr müsst schon mein Freund oder Ehemann sein, damit ich mit euch schlafen würde. Diese Begrifflichkeiten haben wir vorher schon vernommen. Überprüfe diese Bedeutung noch einmal. Das ist sehr kurios. Uns Nachforschung zufolge paart sich Finerzino lebenslang exklusiv mit nur einer anderen Person. Ja, das nennen wir Verpflichtung. Was für ein sonderbares Konzept. Wie kommt es, dass ihr trotz dieser sozialen Normen ein Problem mit dieser Überbevölkerung habt? Jetzt, wo du sagst, wir verlieren oftmals die Kontrolle über uns. Und die darüber entscheiden, haben auch nicht genügend Kontrolle über uns. Nicht zu vergessen, dass es viele Arten von uns gibt, die sehr alt werden. Deshalb gibt es trotz der Normen über Beziehungen und das Kinderkriegen viele Leute, die nur diese Normen brechen. Wir verstehen ja, dass sie Erzählungen den freien Willen schätzen. Und wir haben gedacht, dass der Wille eingeschränkt zu werden und sich um die Umwelt zu kümmern größer ist. Das haben wir zumindest aus euren Informationsnetzwerken erfahren können. Es ist auch theoretisch der Fall. Aber Erzlinge sind Dummköpfe. Muss man so zu sagen. Wir konnten heute sehr viel lernen. Und wir haben eine... Okay. Geschüttet. Bin ein bisschen blöd. Kurze Aufwischpause. Und wir haben eine weitere Frage an euch, Freya. Damit. Wie können wir euer Ehemann werden? Ich würde erstmal vorschlagen, es langsam angehen zu lassen. Meistens kommt man erstmal mit anderen Personen zusammen, bevor man über Heirat redet. Oh, okay. Also, wie können wir mit euch zusammen? Ihr fangt damit an, die andere Person zu fragen, ob sie Single ist. Verstanden. Also, seid ihr Single? Ja, ich bin Single. Wollt ihr mit uns zusammenkommen? Nun, der Weg, wie Leute zusammenkommen, ist von Person zu Person unterschiedlich. Aber meistens braucht es etwas Zeit, bis man eine Beziehung anfängt. Fasziniert. Der, Pro-
Prozess des Vermehrens ist auf der Erde wirklich sehr kompliziert. Gar nicht so schwer, wenn man gechillt ist. Gechillt? Zum Beispiel gut mit Menschen reden kann. Da liegt bei manchen Leuten das Problem. Wenn wir gut mit Menschen reden können. Das würde für uns eine Herausforderung werden. Und selbst wenn Kinder zu zeugen, ist eine ganz andere Sache. Die meisten Frauen wollen, dass der Mann ein Kondom trägt. Kondom? Das ist etwas, von wo eine Schwangerschaft schützt. Wieso würde man den Hausacht ohne Empfängen vorziehen würden? Was vergnügt? Diese ganzen Informationen sind für einen Abend schwer zu verarbeiten. Ach, wo wir gerade von Kondomen reden. Wie hat deine Hand Sex? Naja, wenn ich sehe, wie ihr trinkt, da würde ein Kondom bei euch vielleicht gar nicht funktionieren. Das ist richtig. Wie macht ihr das? Wir sind da sehr flexibel. Aber die Information können wir nicht an euch weitergeben. Außer wenn wir uns paaren sollten. Ich will mir das gar nicht vorstellen. Darüber müsst ihr euch keine Gedanken machen. Wir würden niemanden psychisch oder physisch schaden. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Vor allem psychisch. Dafür haben wir genug Forschung betrieben. Und das auch an unserem Testobjekt, das wir speziell dafür angefertigt haben. Es hat funktioniert. Aber die Psyche von Erdlingen ist komplizierter als das andere auf der Erde. Das hatten wir nicht beachtet. Auf der Erde geboren zu werden, hört sich sehr anstrengend an. Ist das? Da muss ich zustimmen. Jedenfalls danken wir euch für diese Informationen, die ihr uns heute geben konntet. Die werden unsere Mission voranbringen. Wir müssen diese Ergebnisse an unsere Basis übermitteln. Wie werdet ihr mit dieser Information weitermachen? Da sind wir uns noch nicht sicher. Das muss noch besprochen werden. Es war sehr nett, mit euch zu reden. Hinschieben. Dann werden wir jetzt gehen. Bye. Passt auf euch auf. Der geht dahin. Das war ja echt etwas. Ja. Hattest du gesagt, dass die das erste Mal zu einem Date hier waren? Ja, und das Date ist nicht aufgetaucht. Außerdem haben sie Mittel für das Date gehalten. Die Spinnenreklamen? Wow, kann ich mir nicht vorstellen, wie das gelaufen ist. Es war sehr peinlich. Aber die Naivität kann man schwer böse sein. Anscheinend. War diese junge Frau übrigens nochmal da? Du meinst Luna? Ja, die. Oh, zeigt da jemand Reue? Ich frage mich nur. Nein, ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Aber ihr Freund war vor ein paar Tagen da. Und Freya war sehr begeistert, so sehr, dass sogar Gana in die Diskussion eingestiegen ist. Oh weh. Du hast wirklich ein Talent, Schwierigkeiten zu machen, oder?
Da muss ich dir zustimmen. Es passiert nicht oft, dass sich gerade etwas einmischt. Nicht wirklich etwas interessiert oder anpisst. Ich weiß nicht, was dazu sagen soll. Mecha, ich muss morgen einen Flug nach Seoul bekommen. Also mache ich mich auf den Weg. Oh, du verlässt Seattle schon. Nur für etwa eine Woche. Ich bin schneller wieder zurück, als du glaubst. Das wird also eine Ruhewoche werden. Ich muss jetzt aber auch schon los. Danke, dass ich hier sitzen durfte, auch ohne etwas zu bestellen. Es ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist nicht gut fürs Geschäft. Sie hat zwar nicht bestellt, aber sie zieht die Kundschaft magisch an. So könnte man es auch sagen. Wollen wir uns ein Taxi teilen? Danke, aber ich bin mit dem Fahrrad hier. Bei dem Regenwetter draußen. Na, sehr toll. Okay, wir sehen uns. Bis bald, passt auf euch auf. Dunkle Schokolade, schwarz, warm und beruhigend. Und das ist der nächste Tag. Mittwoch, 30. September 2020. Protestbewegungen durch die Behandlung von Geflüchteten, durch das, weil geht's nicht, Zwergen, Autohersteller, konfrontiert durch die unerwartete Konkurrenz. Nova Earth, Organisation kämpft für die Erhaltung der Wälder. Tag starten. Willkommen. Guten Abend. Hallo. Ich komme von Federal Regulation and Enforcement. FIRE verkürzt. Wie kann ich Ihnen helfen? Uns wurden außerirdische Sichtungen in diesem Viertel gemeldet. Und wir nehmen das Problem von illegaler extraterrestrischer Einwanderung sehr ernst. Die Männer denken also, sieht doch, dass das Business dort bei denen in Tasche drin. Wurde hier in letzter Zeit ein Liebewesen gesichtet, das man als außerirdisch beschreiben könnte? Ich glaube nicht. Wissen Sie, wie dieses Alien aussieht? Wir sind uns nicht 100% sicher. Aber laut Augenzeugenberichten trägt es eine Art Raumanzug. Das ist eine sehr auffällige Kleidung. Würde sich ein illegales Lebewesen nicht besser anpassen, um nicht mehr Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen? Das ist ein guter Gedanke. Tatsächlich wäre es gut möglich, dass wir mit falschen Berichten hinters Licht geführt wurden. Es soll immerhin eine überlegene Spezies angehören. Vielen Dank für die Hilfe. Wenn sich jemand verdächtig verhalten sollte, kontaktieren Sie uns bitte über unsere Website. Werde ich. Wollen Sie das trinken, bevor Sie gehen? Nein, danke. Auf Wiedersehen. Puh. Du musst echt besser aufpassen hier. Und da haben wir das letzte Mal aufgehört. Und es blieben. Ich glaube, das haut so ziemlich hin. Haben wir es demnächst festgespielt. Ich hoffe, das ist jetzt diesmal mit Sounds drauf. Wunderschönen guten Abend, Zweiki. Was geht? Hallo, Aqua. Hi, Möbel. Seid ihr zusammen hergekommen? Wir wollten uns hier treffen und haben uns nur zufällig vor der Tür getroffen. Und wollt ihr etwas bestellen? Willst du zuerst bestellen? Nein, mach du ruhig. Okay. Kannst du mir eine Tasse grünen Tee mit viel Minze machen? Grüner Tee mit viel Minze, kommt sofort. Grüner Tee. Aha.
Und das hier mit grünem und grünem Brunnen. Marrakesch. Okay. Dein Getränk ist fertig. Oh. Das sieht wirklich erfrischend aus. Ich habe das Getränk in Marrakesch getauft. Nach dem Ursprungsort. Marrakesch in Marokko? Ich habe gehört, da trinkt man wirklich viel Tee. Ich probiere mal. Wow. Obwohl das heiß ist, schmeckt der Tee so erfrischend. Kein Wunder, dass so ein guter Tee aus Marokko kommt.